Dame, Il faut cuisinier. Ich lese Der junge Koch, Die junge Köchin, ein Buch ganz ohne Serifenschrift. Und im Teil Einführung, im Kapitel Hygiene, bin ich angekommen bei Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftungen, Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftungen, Food Poisoning, Lesintoxication alimentaire. So, und es geht in 2.2 um Eitererreger Staphylokokken. 2.2 Eitererreger Staphylokokken. Eitererreger bekommen vor allem, Eitererreger kommen vor allem in eitrigen Wunden vor, werden aber auch bei Schnupfen über die Atemluft ausgeschieden. Eitererreger bevorzugen Lebensmittel mit viel Feuchtigkeit und hohem Eiweißgehalt bei warmer Aufbewahrung. Besonders anfällig sind darum Salate, gekochter Schinken, Cremes und Tortenfüllungen. Lauwarmer Kaffee mit viel Milch. Eitererreger sondern Gift in Klammern Toxine ab. Die Bakterien werden bei etwa 80 Grad Celsius zerstört. Das Gift der Eitererreger ist jedoch gegen Wärme widerstandsfähig. Verletzungen vollständig mit wasserdichtem Material abdecken, nicht unkontrolliert niesen, Cremes rasch abkühlen, Salate kühl aufbewahren. Und dann gibt es hier Abbildung 2 auf der Seite 24. Staphylokokken von Menschen in eitrigen Wunden, in Nase und Rachen, auf Haaren, im Stuhl, also in der Kacke. Gelangen über die Hände an Geschirr, Geräte und dann in Lebensmittel, Vermehrung der Keime und Toxinbildung, Giftbildung, und dann isst man das Ganze und dann hat man Keime und Toxine und eine Lebensmittelvergiftung. Ich kann mal gerade Grafik zeigen, das ist die. So, bitte sehr. Und es geht dann weiter mit Bodenbakterien, Botulinusbakterien. Danach kommt Fäulniserreger, Schimmel. Und dann geht es schon weiter mit Schädlingsbekämpfung. So, tschüss, bis morgen.